Hallo und herzlich willkommen zu Svens Moba. Das letzte Mal bei YouTube. Ja. Aber nur für eine gewisse Zeit. Hat folgenden Hintergrund: Ich bekomme demnächst eine neue Heizungsanlage und da rückt natürlich die Modelleisenbahn mächtig in den Hintergrund. Warum rückt die in den Hintergrund? Ich habe einen Haufen Umbauarbeiten vor mir, bevor die neue Heizungsanlage installiert werden kann. Die werde ich euch gleich zeigen. Aber es gibt trotzdem auch Neuigkeiten bei Svens Moba. Auch hier werden Umbauarbeiten stattfinden, aber erst nach dem Umbau meiner Heizungsanlage. Diese Umbauarbeiten an der Moba werde ich aber wahrscheinlich erst im Herbst, Winter machen. Also da, wo eigentlich andere dann anfangen zu spielen, zu fahren, fange ich an, an meiner Moba zu bauen. Während der Umbauarbeiten meiner Heizungsanlage kann ich natürlich nicht gleichzeitig hier an der Moba bauen, weil ich muss meine Tür, wo sich meine Moba befindet im Keller, so abdichten, dass der Baustaub natürlich nicht hereinkommt. Wird sich natürlich nicht verhindern lassen. Ich habe einen Haufen Arbeit dann hier. Ich muss meine Modellbahn abdecken, die Loks einpacken, die Wagen einpacken, dass wirklich kein Staub und Krümel und sonst irgendwas an meine Fahrzeuge kommt, weil das hinterher wieder alles sauber zu machen. Ich glaube, da bin ich mit dem Einpacken und Auspacken schneller dran. Ja, bevor ich mit euch jetzt erstmal die Moba verlasse, zeige ich euch erstmal, was ich vorhabe. Und zwar hier ist meine Moba. Hier geht es rein mit in den Tunnel, in den Schattenbahnhof, der jetzt existiert. Aufgeräumt ist wie immer natürlich nicht. Dann sind wir hier oben. Da hinten ist eine Stadt entsteht. Mein Bahnsteig, da hat sich auch noch nichts groß getan. Ja, und dann geht es dann hier hinten runter. Zweigleisig in meinen Schattenbahnhof. Das Gleis links daneben, das ist nur in Imitation, also das hat nichts zu sagen. Oben geht meine Nebenbahn lang. Am BW vorbei und hier hinten endet meine Nebenbahn. Geplant war mal durch die Tür durchzugehen, in den Flur, eingleisig weiterzugehen und wieder zurückzukommen. So kann ich meine Züge drehen, aber das ist ein anderes Projekt. Ja, unter meinem BW befindet sich mein Wendel, wo wir jetzt mal runtergehen. Also, ich komme da oben, komme ich raus, komme hier runter und werde dann mit meinen Zügen hier unten weiterfahren. Genauso hier aus dem Schattenbahnhof, der jetzt existiert, werde ich das Gleis so verlegen, dass es um den Wendel drumherum hier hinten dann runtergeht in den zweiten Schattenbahnhof. Also kurz gesagt, die Züge, die von der Oberfläche kommen, fahren runter oder sind gezwungen runterzufahren in den zweiten Schattenbahnhof. Genauso wie die Züge, die aus dem ersten Schattenbahnhof kommen, also von hier, sind gezwungen in den zweiten Schattenbahnhof zu fahren, drehen sich dort und können dann entscheiden, wenn sie wieder hochkommen, beziehungsweise der PC entscheidet das dann, ob sie in den ersten Schattenbahnhof, also hier wieder reinfahren oder gleich wieder in den Wendel an die Oberfläche fahren. So kann ich halt meine Züge drehen. Und wie gesagt, hier unten drunter geht es dann rein. Gibt es dann hier hinten nochmal ein Wendel. Und dann kommen wir dann hier unten drunter raus, wo jetzt hier mein jetziger Schattenbahnhof ist. Kommt dann hier der zweite Schattenbahnhof hin. Und ja, da muss ich noch ein bisschen aufräumen unten drunter. Und irgendwann gehen dann da die Bauarbeiten los. Und jetzt zeige ich euch, warum die Modellbahn für eine Weile erstmal pausiert. So, hier ist jetzt die Moba in meinem Kellerraum. Und genau gegenüber ist der Heizöllagerraum mit meiner Heizung. Jetzt wird, ja, meine Heizung, die arbeitet gerade. Ich zeige es euch nur ganz kurz. Hier riecht es wie im alten Diesel-BW.
Einfach herrlich, werde ich vermissen. Nee, kein bisschen. So, wenn die Lampe jetzt angeht, kann ich euch auch was zeigen. Also hier befindet sich ein Öltank, knapp 5000 Liter. Der kommt raus. Dieser Raum wird dann Abstellraum, Werkstatt. Mal schauen, also ich werde ihn schon gefüllt bekommen. Hab am Anfang auch überlegt, durch diese Wand hier hinten einen Durchbruch zu machen und diesen Raum dann zu nutzen für die MOBA. Aber da sind so gewisse Familienmitglieder nicht dafür. Ja, ich muss auch irgendwo sehen, dass ich meine Werkstatt hinkriege. Momentan befindet sie sich in der Garage. Da ist sie auch nicht so pralle. Ja, hier meine alte Heizungsanlage aus den 80ern. Baujahr 85. Ersatzteile gibt es noch. Aber wenn ich sie kriege, ich hatte jetzt vor kurzem was, zahlt mal ein Schweinegeld dafür. Und ja, raus damit, neue rein und gut so. Es kommt eine Gas-Wärmepumpe-Anlage rein. Gasanschluss liegt schon. Und wenn diese Heizungsanlage draußen ist, ihr seht es am Hintergrund, Regipsplatten habe ich da schon verlegt. Da konnte ich schon dran. Aber ich muss dann hier weitermachen. Hier geht es weiter, Regipsplatten an die Wand, wenn die dran sind, wird die Wand gefliest, der Fußboden wird gefliest, die Wand wird noch hochgezogen und das ist natürlich ein Haufen Arbeit. Und zusätzlich kommt dann hier hinten nochmal ein Durchbruch, wo dann eine Tür ist, wo ich in diesen separaten Raum reinkomme. Ja, und dann hat heute Morgen um kurz nach 6 da Fliesenklempner, wollte ich gerade sagen. Fliesenklempner, auch ein schöner Beruf. Der Gas-Wasser-Installateur, es wird Zeit, Leute. Der Gas-Wasser-Installateur geschält und hat mir natürlich meine Heizung schon vorbeigebracht. 4 Paletten sind und hier steht das gute Stück. Und das wird dann im Juli eingebaut. Ja, genau, Juli, das sind noch knapp 6 Monate. Sollte normalerweise letztes Jahr schon passiert sein, aber durch Teilemangel, Personalmangel und, wird es halt ein Jahr später jetzt. Ich habe auch anders geplant. Was willst du machen? Ist nun mal so, müssen wir so hinnehmen. Ja, hier meine Werkstatt. Und das ist das Problem, wenn mein Auto hier drüben steht, entweder fahre ich das Auto raus oder muss das Auto so dicht hier drüben wieder hinfahren, dass ich aus dem Auto nicht mehr rauskomme, aber an der Werkstatt arbeiten kann. Und deswegen muss die hier raus. Und kommt dann drüben hin. Da kommen dann noch Fahrräder rein und. Und dann habe ich nämlich hier wieder Platz. Ja, im Hintergrund, nur mal so zur Information, eine Garteneisenbahn. Diese fährt bei mir im Verein. Also keine Personenbeförderung, einfach nur so just for fun, für einen selber. Eine Parkbahn. Da gibt es auch einen YouTube-Kanal, kann ich euch gerne mal verlinken. Ist auch schön. Also in den Sommertagen gut besucht. Mit Dampftraktion fahren wir mit Dieseltraktion hin und wieder. Und ja, Besuch ist bestimmt lohnenswert. So, jetzt habt ihr natürlich gesehen, was auf mich drauf zukommt. Und deswegen rückt die MOBA in den Hintergrund. Nicht nur wegen den Umbauarbeiten im Sommer, geht es ja auch draußen wieder los mit Rasen mähen, Ecken schneiden, Holz machen für den kommenden Winter oder für den übernächsten kommenden Winter. Das muss ja dann noch eine Weile trocknen, aber das muss alles gemacht werden. Und da rückt die Modellbahn natürlich dieses Jahr mächtig in den Hintergrund. Umbauarbeiten an der MOBA, wie gesagt, wird wahrscheinlich Herbst, Winter stattfinden. Da, wo andere dann spielen, sich freuen, ein fahren zu lassen, fange ich natürlich dann an mit der MOBA zu bauen. Wird so laufen, dass ich erstmal den Mendel runterbaue und die Züge gleich wieder hochfahren, dass ich dann trotzdem weiterfahren kann und spielen kann hier oben und den zweiten Schattenbahnhof in Ruhe dann angehen kann. Ja, aber bis dahin, wie gesagt, geht noch viel Zeit ins Land und sollte sich da was tun, werde ich euch natürlich informieren. Ich habe vor, im April auf die Messe zu gehen, auf die Intermodellbau nach Dortmund. Wenn sich da natürlich schöne Anlagen befinden sollten, werde ich darüber berichten. Das werde ich hochladen.
aber über die eigene MOBA, wie gesagt, erst wahrscheinlich im Herbst wieder. Ja, ich bedanke mich für eure Geduld über die ganze Laberei, die ich hier veranstaltet habe. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr mir die Treue haltet und wir uns dann im Herbst, spätestens im Herbst, wiedersehen würden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch ein schönes Wochenende und würde sagen, schönen Sommer, bis zum Herbst, bleibt mir treu, bis bald, ciao!